In today's video, Rainer decides in which German city he wants to live. This is the first step in his journey to his life in Germany. You can get a more in-depth look into the topic that's covered in this video and other topics in the German language by taking lessons on Lingoda, the online language school. I've been partnering with them for a really long time now, and I can say with confidence that they will help you reach your language learning goals. Click the link in the description to get started learning German with Lingoda today. Over on Patreon, you can get a copy of my video script in German and in English, an MP3 podcast version of this video, and a worksheet for every video in the series. There's a link in the description for that. Don't forget that every video has German and English subtitles. Click CC if you're on a computer and then the settings button to choose your language. If you're on a mobile device, click the three dots in the upper right-hand corner, then subtitles. From there, you can also choose which language you want in your subtitles. If you're new here, consider subscribing so you never miss a video. Es gibt so viele schöne Städte und Orte in Deutschland. Es gibt Berge und Wälder, Schlösser und Feste. Wie kann ich eine Stadt aussuchen? Im Norden gibt es die Nordsee und die Ostsee, aber im Süden gibt es die Alpen. Der Schwarzwald im Südwesten ist auch sehr schön, aber es schneit oft sehr viel und in Berlin gibt es zu viele Hipster. Ich glaube, ich sollte zuerst daran denken, warum ich in Deutschland wohnen will, um den besten Wohnort zu finden. Wenn ich meine Ziele im Auge habe, wird die Entscheidung leichter. Ich möchte Deutsch fließend sprechen. In Schwaben sprechen sie Schwäbisch. Das ist die Gegend zwischen Stuttgart und Augsburg. Diese Menschen verstehe ich gar nicht. In Bayern spricht man Bayerisch und in Sachsen spricht man Sächsisch. Ich kann keinen von diesen Dialekten verstehen. Ich möchte in diesen Orten nicht wohnen, denn ich möchte Hochdeutsch lernen. Wenn ich aber ein paar Wörter oder Phrasen von einem Dialekt lerne, ist es auch nicht so schlecht. Um die meisten Dialekte zu vermeiden, sollte ich wahrscheinlich irgendwo in Norddeutschland leben. In Hannover sprechen sie das reinste Deutsch. Zumindest hat meine Deutschlehrerin das gesagt. Was gibt es in Hannover zu tun? Ich werde Google fragen. Okay, Google. Was gibt es in Hannover zu tun? Zu den Sehenswürdigkeiten in Hannover gehören Herrenhäusergärten, Neues Rathaus, Maschsee und weitere. Mal sehen, was auch da ist. Die Top 10 Sehenswürdigkeiten in Hannover 2018 mit Fotos. Nummer 1. Eilenriede. Das ist aber ein Wald. Die beste Sehenswürdigkeit in Hannover ist ein Wald. Okay, Nummer 2. Berggarten. Das ist ein Garten. Schön, aber nicht wirklich etwas zu tun. Nummer 3. Neues Rathaus. Das sieht cool aus, aber ich weiß nicht, wie viele Male ich das besuchen kann, ohne gelangweilt zu werden. Nummer 4. Herrenhäusergarten. Oh mein Gott, noch ein Garten! Ich wohne nicht in Hannover. Hamburg hat das beste Nachtleben in Deutschland, aber ich finde das Alltagsleben besser in München. Leider kann ich nicht in München wohnen, denn ich kann kein Bayerisch. Ich könnte in einem kleineren Ort wohnen, aber dort kann ich vielleicht keine Arbeit finden. In kleineren Orten gibt es auch nicht so viel zu tun oder viele Optionen für öffentliches Verkehrsmittel. Das ist für mich nicht so gut, denn ich möchte kein Auto kaufen oder fahren müssen. Ich war einmal in Berlin, dort gibt es viel zu tun. Das Nachtleben ist cool und während des Tages gibt es auch viele Möglichkeiten. Fast jedes Wochenende gibt es ein Konzert irgendwo in der Stadt. Es gibt mehr als 170 Museen und Galerien.
Ich könnte 2 oder 3 pro Woche besuchen und immer noch nicht alle in einem Jahr besuchen. Sie sprechen dort Berlinerisch, aber dieser Dialekt ist nicht zu schwer zu verstehen. Es gibt 4 Universitäten, 4 Kunsthochschulen und 7 Fachhochschulen. Ich kann bestimmt an einer dieser Schulen etwas lernen. Es ist beschlossen. Ich werde einen Wohnort in Berlin suchen. Aber nicht in diesem Video. In meinem nächsten Video werde ich eine Wohnung suchen. Aber nächste Woche wird Herr Antrim euch ein paar Konjunktionen erklären. Falls ihr Deutsch in Einzel- oder Gruppenunterricht lernen wollt, solltet ihr den Lingoda-Link in der Beschreibung klicken. Sie haben fantastische Lehrer, die euch zu euren deutschsprachigen Zielen bringen können. Vergesst nicht zu abonnieren, um jedes Video zu sehen und dieses Video zu liken. Wenn ihr den Text dieses Videos und andere Videos auf Deutsch und Englisch wollt, könnt ihr sie und auch ein Arbeitsblatt dazu auf meiner Patreon-Seite finden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!